anwesende, erstmal mich, sehr geehrte anwesende, liebe Freunde. Das Umfeld dieses Wien 1900 hat gerade Herr Wipplinger so schön geschildert. Und die geistige Erneuerung dieses Wien 1900 findet in Kolomosa gebürtige Umrahmung. Kolomosa war für das Gesamtkunstwerk Wien wesentlich verantwortlich. Er hat in Grafik, in Design, in Kunstgewerbe und in Malerei in seiner eigenen Formensprache Wunderbares geleistet. In diesem Wien 1900 trifft sich eine Gruppe fortschrittlicher Künstler und sie gründen miteinander die Sezession. Sie nennen sich Vereinigung bildender Künstler Österreichs Sezession. Diese Sezession hat einen ungeheuren Siegeslauf, sowohl durch Österreich als durch die ganze Welt gemacht. Verantwortlich dafür waren erstens von Josef Maria Olbricht das wunderbar errichtete Gebäude der Goldenen Kuppel, zweitens für zwei Künstler, nämlich Klimt und Kolomosa. Die beiden haben dieses Kunstwerk Wien 1900 eigentlich geschaffen. Der Klimt war Präsident dieser Sezession und er hat seine Gemälde ausgestellt. Er hat den Beethoven-Fries dort gemacht. Er hat immer wieder fördernd auf diese Gruppe von Künstlern hingewirkt. Kolomosa war insbesondere für das Versacrum. Versacrum, das Organ dieser Vereinigung, wurde über die ganze Welt verschickt. Es war designed meistens von Kolomosa. Er war für das Cover verantwortlich, er war für die Bilder verantwortlich, für die Vignetten, für die Einteilung der Schriften. Er war ein ganz großer Herausgeber dieser wunderbaren Zeitung, die 7 Jahre bestanden hat. Weiters, das war seine zweite große Leistung, hat er die Ausstellung in so wunderbarer Weise arrangiert. Zwischenräume mit den eigenen Vignetten ausgefüllt, kleine Möbel aufgestellt. Dazu gehört zum Beispiel die Ausstellung von Klimt. Klimt hat ausgestellt seine Werke im Jahr, also zuerst in Beethoven-Fries 1902, 1903 eine ganz große Klimt-Ausstellung. Und in dieser ganz großen Klimt-Ausstellung hat Kolomosa zum ersten Mal den weltberühmtesten Stuhl der Welt hingestellt, nämlich den weißen Stuhl mit dem Schachbrett-Sitz, der später Burgersdorf hieß. In Wirklichkeit war er zum ersten Mal aber in der Sezession ausgestellt 1903. Später wird im Sanatorium Burgersdorf, das von Josef Hoffmann errichtet wurde, in der Vorhalle die großen Gruppen darstellen. Dieser Stuhl steht in unserer Ausstellung, Sie können ihn bewundern. Er ist wirklich in Konstruktion klar, einfach, er ist stellvertretend, möchte ich sagen, für die neue Zeit, stellvertretend für den neuen Stil. Darüber hinaus, über diese Architektur, hat jetzt aber Kolomosa auch Plakate entworfen. Und da komme ich jetzt zu dem Plakat, zu diesem ganz berühmten Plakat für die 13. Sezessionsausstellung. Sie heißt bei mir drei Kerzen, sie heißt oft drei Frauen. Es ist ein riesiges Plakat in Blau, in Rot, Sie können das drinnen bewundern, und leicht beige. Und hat eine sehr lineare Auffassung zunächst, die gekrönt wird von drei Köpfen oder drei Flammen. Und in jeder dieser Flammen ist ein Kopf drinnen. Dieses Plakat ist so wunderbar. Es ist ein Höhepunkt, würde ich sagen, der sezessionistischen Kunst. Sie können es dann drinnen bewundern. Aber sehr früh hat sich dann Kolomosa dem Kunstgewerbe zugewandt. Es war vor allem seine Glasentwürfe, die berühmte Meteorlinie, wo er viele, viele Schnaps- und Weingläser und Karaffen immer wieder in diesem Meteor da
Das war eine Methode, wo man das Glas ganz leicht eingebuchtet hat in verschiedenen Punkten. Das natürlich wunderbar gewirkt hat, wenn weiße Flüssigkeit drin war und das Licht auch geschieden hat, dann hat das geleuchtet. Diese Meteor können Sie auch hier drinnen gesehen. Aber nicht nur das Glas, es war eigentlich jedes Material für ihn wunderbar, um neue Dinge zu erfinden. Diese Gitterkörbe, die Gitterbasen, auch verschiedene andere Basen. Und nun haben wir sehr schöne Journalisten gehabt, der Hermann Bahr und natürlich auch die Zuckerkörbe. Und der Hermann Bahr hat unseren Kolumbose den Tausendkünstler genannt, was ja gar nicht so unrecht hat. Denn dieses Allround-Genie hat diese Titulierung wirklich verdient. Nachdem er so viele Dinge erfunden hat, hat er sich zusammengetan mit einem ebenso genialen Architekten, mit Josef Hoffmann. Und Kolumbose und Josef Hoffmann gründen unter Hilfe des Financiers Fritz Berndorfer die Wiener Werkstätte. Also die Wiener Sezession, die sich eigentlich österreichisch nennt, wird dann Wiener Sezession genannt, mit der Wiener Werkstätte. Die bilden zusammen dieses wunderbare Umfeld für das Wien 1900. Also wenn ich heute den Kolumbose ausstelle unter der Fahne Wien 1900, dann ist mir das natürlich mehr als recht. Der Kolumbose ist Wien 1900. Klimt und Kolumbose sind die größten Künstler dieses Zeitalters und sie prägen diese ganze Epoche. Und wir sind sehr glücklich, dass es im Rahmen, wie sie eben wieder Direktor Bibringer schon erwähnt hat, 84, 75, diese Zeit neu entdeckt hat und dass wir sie hier in diesem Museum so wunderbar feiern können. Dazu will ich Ihnen noch sagen, dass alle Exponate hier in dieser Ausstellung Kolumbose Rudolf Leopold gekauft hat, Rudolf Leopold gesammelt hat. Es ist keine einzige Leine drinnen, es ist alles Besitz des Museums und der Sammlung 2. Ja, gekrönt wird dann das Kunstgewerbe von der Malerei. Die Malerei ist auch wieder eine eigene Domäne dieses Mannes. Er hat sich zwar im Jahr 1913 die Bodlersche Höhle in Genf angeschaut, da war er beeindruckt von Bodler. Er hatte im Jahre zuvor ja auch eine sehr schöne Ausstellung in der Sezession arrangiert. Aber im Jahr 1913 nimmt er noch einmal diese Art des Bodlers, die Linien für diese Gelassenheit, die nimmt er auf und hat sie auch zum Teil in sein Höhle einfließen lassen. Aber letztlich muss ich dann sehen, es hängen zwei wunderbare Bilder von Kolumbose beim Bodler. Ich bin jetzt boshaft und sonst sind die schönsten Bilder. Denn sie sind liebenswürdiger, sie sind leichter, sie sind österreichischer. So wollen wir heute alle den Kolumbose feiern mit dem großen Bild Tristan und Isolde. Sie reicht eben den Todes, aber es ist in Wirklichkeit der Liebestrank. Also lassen Sie uns alle miteinander den Liebestrank der Isolde trinken. Wir feiern Kolumbose, wir feiern Wien 1900 und wir feiern die österreichische Kunst.